sehr schön zeigt, was man aus einer toten Katze noch alles machen kann. Ja, die hat also Handarbeiten immer gern gemacht und hier ist noch Kaffee von ihrem 80. drin. Von ihrem 80. noch Kaffee drin. Und sie hat gesagt, ich soll ihn so lange aufheben, vielleicht hält er sich warm bis zum 85. Und dann schenken wir es denen aus, wo nicht eingeladen waren. Frau Schwertfeger, ja, ja, eine wunderbare Persönlichkeit. Eine Katz, weiß ich da, was eine Katz ist? Eine Katz. Weißt du, was eine Katz ist? Eine Katz. Wie der jetzt beschreibe, eine Katz. Nicht beschreibe, also soll es nicht nachmachen, sondern beschreibe. Versuch mit Worten zu beschreiben, was eine Katz ist. Vier Beine, ganz genau. Ich muss sagen, treffender kann man eine Katze, glaube ich, überhaupt nicht beschreiben. Und jetzt als Gegensatz einmal ein Pferd. Auch vier Beine, ja. Also ein Pferd ist nichts anderes wie eine Katz, aber größer. Also im Grunde ein Pferd ist im Grunde eine ausgewachsene Katz, kann man das so sagen? Herr Kerle, du hast doch keine Ahnung, da Hanna. Hast du Haustiere daheim? Hast du Haustiere? Ja, das merkt man aber, du. Der Mensch wird seinen Haustieren immer ähnlicher, ein ganz verrücktes Phänomen. Der Mensch wird seinen Haustieren immer ähnlicher. Bei der Frau Schwertfeger erstmals bemerkt, ich habe mir Frau Schwertfeger angeguckt, habe mir die Katze angeguckt, habe mir Frau Schwertfeger angeguckt, habe mir die Katze angeguckt und dann kamen die Übereinstimmungen. Es geht bei der Frau Schwertfeger bis tief in die Sprache hinein. Vor kurzem sage ich, mir regt es furchtbar auf, dass ich das Altpapier nie komplett mitnehme. Was sagt sie? Miau. Dafür frage ich, haben Sie ein Viech daheim? Haben Sie ein Viech? Nicht, dass Sie sich erinnern, Silberfischle oder irgendwas in die Richtung auch. Ja. Oder da, dafür frage ich, haben Sie ein Viech daheim? Ja. Ja. Der Mensch wird seinen auch Haustieren immer ähnlicher. Drum dieses ausdruckslose Gesicht. Es ist tatsächlich so. Ja. Ich muss sagen, Frau Schwertfeger hat jetzt ein neues Hobby. Sie macht ja Trennkost, also ein neues Hobby, muss man sagen. Sie hat einen Thermomix. Weiß jeder, was ein Thermomix ist? Thermomix? Thermomix? Da kann man selber Schuhcreme herstellen. Jetzt sortiert sie immer noch unten nochmal nach, was kann man nochmal nehmen, das bringt sie noch hoch, aus der grünen Tonne tut's oben, nein, das wird dann durchgerührt, wird erhitzt nicht, dann füllt sie es in kleine Gläser ab und schenkt es dem zurück, wo es weggeschmissen hat. Ja, ihr lacht, so habe ich meinen alten Brokkoli wieder getroffen. Da ist Kiwi-Marmelade draufgestanden. Aber auch Frau Schwertfeger wird bestätigen, dass es mich selbstverständlich gibt, ganz klar. Denn hier, meine Eltern, selbstverständlich meine Eltern, können natürlich auch beweisen und belegen, dass es mich gibt. Hier habe ich mal ein kleines Foto, das ist ein altes Foto, da ist natürlich verkrumpelt. Oh, da sieht man, dass ich damals auch schon ein paar Falten gehabt habe. Hier, ein Foto von mir. Das sieht man natürlich jetzt nicht da, gerade mal. Wie war der Name geschwind, bitte? Fanzi. Ja. Also nicht von hier, oder? Von auswärts. Fehlt dann dahinter am Namen irgendetwas? Kein Iska gehabt oder Ska oder irgendetwas, gar nichts. Also, als Franzi auf die Welt gekommen, hat der Vater gespart. Ja. Na gut, jetzt hockst du halt da, weißt du. Jetzt auch lieber hinten hocken, oder? Ja. Aber von hinten kommt jetzt keiner mehr vor. Das ist noch eine andere Franzi da? Ist eine andere Franzi da? Kann man sie da noch hocken? Nein, ist keiner da. Ja. Ja. Also es kann natürlich keiner sehen. Ich werfe es jetzt gerade mal hier an den Bildschirm. Da, Hanna, so hier. Das ist die Urbesetzung der Popgruppe Pur. Damals noch mit dem Leadsänger Hämmerle. Und man hat gesagt, ich habe damals schon große Gosch gehabt. Und das hat sich bis heute eigentlich erhalten. Meine Mutter, mein Vater, die können auch bestätigen, mein Vater autoritär gewesen. Mein Vater, ein autoritärer Typ. Schreit er mich an. Schreit der eigene Vater, schreit mich an. Solange meine Füße aus einem Tisch habe, soll ich bitte die Gummistiefel ausziehen. So war mein Vater. Meine Mutter hat immer zum bloß gesagt, sie hat immer bloß gesagt, Jack der Feinripper. Weil er ganz spezielle Unterwäsche tragen hat. Meine Mutter, ganz nette, die wohnt in Hedelfinger. In Hedelfinger, vielleicht auch ein Begriff, Hedelfinger. Da wohnt sie im Haus mit so einer Sprechanlage. Fahre ich oft nach und dann klingel ich und dann schwätzen wir miteinander. Naja, es kostet doch nichts, weil Sprechanlage. Ne? Und dann muss ich auch sagen, es gibt mich auch schon allein deswegen, weil der Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Und ich hinterlasse Spuren dort, wo ich denke. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über, wie können wir die Energiewende schaffen, wie können wir dezentral Energie erzeugen und gleichzeitig wieder verbrauchen, ohne dass viel Dreck entsteht. Ich bin da auf was gekommen, das haut euch um, das weiß ich ganz genau. Das ist eine Art Perpetuum mobile, also es heißt ja, es gibt es nicht, es gibt es doch, ich werde es beweisen. Und zwar bin ich da gerade mal wo gesessen, das ist mal egal wo. Und dann fiel mir auf, dass durch Bewegungsenergie, Strom hergestellt werden kann. Das pumpft euch um, das weiß ich. Da ist keine Batterie drin. Das ist doch der Hammer.